Moin und herzlich willkommen wieder zu Strategic Command, War in Europe, Mehrspieler, Achsenmächte. Und ich sag mal, diese Runde hat sich ein bisschen spontan ergeben. Die Runde, wo wir mit den Alliierten spielen gegen Mr. West, die war von etwas längerer Hand geplant. Das hier hat sich jetzt, spontan ergeben. Sagen wir es mal so, ging dann auch irgendwie recht schnell los von der ersten Frage bis denn. Ich hatte nämlich ein kleinerer YouTuber aus Österreich angefragt, Wenzel. Ob wir nicht auch mal eine Runde spielen wollen hier. Und dann habe ich zugesagt. Und dann ging das irgendwie ganz fix hin und her. Und ich bin jetzt gerade selbst überrascht, dass ich plötzlich schon im Spiel und am Aufnehmen bin. Also nochmal unser Gegenspieler, kleiner YouTuber aus Österreich. Schaut unbedingt auch bei ihm mit rein. Kann noch ein bisschen Support brauchen. So, und ich spiele hier auch die Axtmächte, weil ich gegen Mr. West halt mit den Alliierten spiele. Dann, die Videos sind geplant Donnerstag bis Sonntag, 15 Uhr bei mir, 17 Uhr bei ihm. Frag mich gerade, ob ich organisatorisch noch was ansagen müsste. Genau, Wenzel hatte bisher noch nicht so viel oder kaum mit den Alliierten gespielt und naja, dann habe ich halt zum Ausgleich wenigstens schon mal den Polenfeldzug überhaupt nicht geübt. Ich muss jetzt also selber nochmal schauen, wie man das am effektivsten anstellt. Sowieso, die große Strategie, ich finde mit den Deutschen ist das ein bisschen schwer am Anfang schon eine große Strategie zu entwickeln, weil man ist eigentlich festgelegt, bis Frankreich kapituliert, weil wenn das zu lange dauert, können die, also wenn die 1941 noch leben, können die irgendwann auch noch ziemlich mächtig werden. Das heißt, du musst sie einfach 1940 niederwerfen, da gibt es kein Wenn und Aber. Das heißt, wir werden erstmal Polen erobern und dann nach Frankreich gehen und danach mal so langsam schauen, in welche andere Richtung. Und dafür müssten wir hier erstmal anfangen und ich muss erstmal wieder ein bisschen schauen. Ich habe es jetzt halt nicht großartig geübt. Was haben wir denn hier? Einen taktischen Bomber, Flieger. Hier ist noch, wir haben also drei Bomber. Können die schon irgendwas? Wir haben keine Erdkampfwaffen. Warte, der eine hat Erdkampfwaffen drauf. Hier. Taktischen Bomben haben also die Erdkampfwaffen drauf. Okay, das waren dann die mit den guten Angriffswerten. Und der mittlere Bomber ist der, der entschanzen kann mit mehr Demoralisierung. Weißt du, solltest am besten jemanden angreifen, der irgendwo stark verschanzt steht, um den ein bisschen zu entschanzen und zu demoralisieren. Die anderen beiden sollten lieber so Einheiten angreifen. Die Frage ist natürlich auch, Warschau schnell angreifen und einnehmen, ja, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist auch, möglichst viele feindliche Einheiten schlagen. Einfach damit man dann schon mal sehr viel Erfahrung mitnehmen kann. Ich würde sagen, wir räumen dem Panzer den Weg frei, dann kann der schon mal halbwegs gut nach Warschau ziehen. Ja, dieser Bomber, der kann ja vielleicht auf dieser Armee hier mithelfen. Das ist ja schon mal ein ganz guter Schlag. Ja, dann will ich möglichst hier mit den schon mal die Reiter los, obwohl na gut, ich denke mal, wenn der Panzer nach Lodz kommt, reicht das schon. Frage, wie war das eigentlich? Wo stand hier noch mal jemand? Ach ja, der Abfangjäger. Da stand jemand. Kommt niemand nach Lodz rein, also musst du das machen. Wir müssen ja auch ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht einfach im Zweifel eingekesselt werden. So, und du könntest... Ja, wir leiden hier und da natürlich ein bisschen Verlust, aber... Wir schlagen die halt deutlich... Wir machen die natürlich deutlich mehr Schaden als sie uns, deswegen... Das denke ich schon in Ordnung. Und gerade auch schön, um langsam Erfahrung aufzubauen. Hier lohnt sich der Angriff erstmal nicht. Sollten wir schauen, ob wir den irgendwie umgehen können.
gut, ehe der hier einfach durchzieht und sich die Stadt vielleicht holt. Was du auf den auf? Ja, dieser Panzer. Na gut, mach den da platt. Nächste Runde kannst du nach Warschau ziehen. Dann, was haben wir hier? Wie war das gleich? Ich verwechsel das ständig mit den Bombern, muss ich ganz ehrlich sagen. Der taktische Bomber hatte nicht der mittlere Bomber hatte die Entschanzung. Das heißt, du kannst lieber den an, der hier schon mal leicht verschanzt steht. Der Kollege könnte den da angreifen. Oh, du fährst schon mal bis dahin vor. Du nächst hier den Ort. Steht er tatsächlich bei Danzig, ich meine. Oder kann die Garnison den vielleicht noch vernichten? Hm. So viel dazu, aber diese Reiterbrigade kann eh nicht viel ausrichten. So. Die auch schon mal mit. Ja, der Panzer ist da, der andere ist da. Wir können dann demnächst schon auf Warschau vorrücken. Lass uns hier nochmal eben schauen. Du kannst noch mit nach vorne. Wir sind uns natürlich etwas doch noch von den polnischen Armeen fernhalten. Aber ich glaube, der Reiter wird nicht viel ausrichten können. Hier müssen wir das, glaube ich, erstmal nicht dicht machen. Das sieht soweit auch in Ordnung aus. Angreifen lohnt halt nicht. Wir müssen den einkesseln. Hier kann es sein, dass der nach vorne geht und den Bomber angreift. Glaube ja eigentlich nicht. Aber ich will mal auf Nummer sicher gehen. Obwohl andererseits, ich meine, wen müssten wir dann? Ja gut, wenn du sonst hier hingehst, mir denke ich auch sicher genug aus. Na, ich glaube, das wird für den Moment schon halten. War jetzt wahrscheinlich keine ganz optimale Runde zum Angriff auf Warschau, aber das geht schon in Ordnung. So, dann haben wir hier drüben und ich will natürlich dieses Bergwerk beschützen. Es wird dann durch Belagerung nach und nach Schaden kriegen, weil zwei Feinde dran sind. Aber sonst könnte der Franzose halt schnell reinziehen und wieder rausgehen und dann ist er sofort auf Null. So ist es erst bald auf Null. Du gehst erstmal damit rein, dass wir hier so die Gegend auch besetzt halten. Ja, was machen wir mit den Italienern? Natürlich noch nicht im Krieg. Wir könnten das zum Beispiel nutzen, um viele Einheiten nach Afrika zu bringen. Wir bereiten uns vor und bringen viel nach Griechenland. Das ist dann jetzt immer so ein bisschen die heikle Frage. Was macht man eigentlich mit Italien? Denk mal kurz darüber nach. Mit 110 Punkten sonst, wenn wir jetzt sagen, wir stecken das in die Forschung, kann man nicht viel machen. Genauso wenig wie mit den 100 Punkten bei den Deutschen. Wir müssten eigentlich auf Industrietech und sowas sparen. Sonst machen wir mal eben die Schiffe weiter. Oder beziehungsweise fangen überhaupt erst an mit den Schiffen. Ist ja sowieso, wir sind noch nicht im Krieg mit Großbritannien. Die kommen jetzt erst in ihrer Runde da rein. Weißt du, ich bin nur überlegen. Ruhig direkt mal ein paar Schiffe hier schon mal vielleicht ein bisschen weiter hinten in Stellung zu bringen.
So, da haben wir dann eins, da haben wir jemanden. Ah, die Schwerenkreuzer, ich weiß nicht, die Schwerenschiffe. So, die U-Boote. Theoretisch müssten wir eigentlich durchkommen, weil wir ja noch nicht im Krieg sind. Probieren wir uns hier und da schon mal ein bisschen. Bin auch am Überlegen. Sollten wir nicht vielleicht versuchen, wir hier mit den schweren Schiffen auch mitzugehen auf die Jagd und dann eben, wenn ein Zerstörer kommt, der die U-Boote angreifen will, hauen wir den mit unseren Schlachtkreuzern in Stücke und versuchen dann wieder abzuhauen. Das wäre eigentlich mal ganz interessant, finde ich. Deswegen, und hiermit das Entscheidende ist, dass ihr jetzt nicht direkt entdeckt werdet. Gut, was haben wir da noch da? Ein Schwerenkreuzer, ein Zerstörer und ein Zerstörer. Ich glaube, die Zerstörer können erstmal da bleiben. Oh, nehmen wir auch nochmal den Schwerenkreuzer mit. Mal sehen, ob wir ein paar feindliche Zerstörer damit erwischen. So, die standen soweit gut. Die stehen soweit auch gut. Ja, die Frage bleibt wieder die Italiener. Könnt natürlich versuchen, ein starkes Heer nach Afrika zu bringen. Theoretisch. Man könnte dann. Oder wo bräuchten wir noch viele Italiener hier? Gegen Frankreich eigentlich nicht unbedingt. Reicht vielleicht die Handvoll, die da ist. Aber ich finde es eigentlich schon interessant. Wenn wir hier viele hätten, dann müssten die Deutschen vielleicht später nur das Afrika-Korps mit reinschicken. Also ja, lass uns doch da mal spielen, dass Italien hier hohe Truppenpräsenz hat. Und wegen Griechenland müssen wir dann nächstes Jahr mal schauen. Aber das hieße zum Beispiel, wir stecken hier schon mal einen HQ auf ein Transportschiff. Noch können wir hier sehr ungefährdet durch. Frage ist dann natürlich auch, wo. Hier wäre natürlich, ja, die klassische Variante, ne? Wenn es dann hier dahin geht oder falls wir Vichy Frankreich nicht gründen. Wäre es auch schön, hier direkt eine starke Armee zu haben. Ich bin mir noch nicht sicher. Das mit Vichy hängt da, glaube ich, davon ab, wie schnell wir hier in Paris sind. Wir gehen sonst erstmal nach Benghazi. Da kann er im Zweifel dann noch, wenn wir merken, dass wir Vichy nicht gründen, schnell nach Westen drüber laufen. Und wenn es klassisch läuft, läuft er halt darüber. So. Also in Rom sollte immer jemand stehen, weil wir mehr Spieler sind und menschliche Spieler manchmal eben ganz interessante Sachen machen. Flieger können tendenziell eigentlich auch schon Richtung Afrika. Aber bitte rüberfliegen, das ist da nicht so teuer. Oh, diese Armee da. Ja, sammelt euch mal hier und je nachdem, sich die Lage in Frankreich entwickelt, das entscheidet dann nur noch darüber, wo wir endgültig hingehen. Aber die nächsten Runden müssten wir eh erstmal alles verstärken. Natürlich ein bisschen in Position gehen. Wir werden keine große Offensive machen mit den Italienern hier. Haben wir eh nur noch kaum Einheiten. Verteidigen wir uns einfach ein bisschen. Wir können erstmal stehen bleiben. Ja, dann sind wir, denke ich, durch. Die Deutschen sparen ihre Punkte, um nächste Runde irgendwas zu erforschen. Ja, auch mal vorsichtig ran. Musst jetzt aber nicht angreifen. So, ich schätze mal, dann sind wir durch. Also, das große Ziel hier ist es natürlich erstmal, bis Frankreich besiegt ist, zu spielen. Und Italien sammelt hier und mal sehen, gegen wen wir dann vorgehen, ob nach Westen oder nach Osten. Und dann sind wir, denke ich, bereit für den nächsten Zug. Generalleutnant Karl Stuhlen, 7. Fliegerdivision, ist eine Fallschirmjägereinheit, die noch nicht vollständig ausgebildet und aufgestellt wurde. So. Würde sagen, die können sich ruhig dann mit voller Stärke kommen.
Ja, jetzt haben wir hier noch die Kriegserklärung. Okay, und dann am Ende der Runde, dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt auch bei Wenzel rein. Kanal müsste verlinkt sein in der Videobeschreibung. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis dann.